Halo, guten Tag, dobrodan, dobrodošli u novu video lekciju u kojoj ćete danas zajedno sa mnom naučiti, provježbati i obnoviti 20 bitnih glagola koje koristimo uvek sa određenim predlogom i naravno sa određenim padežom, dativom ili akuzativom. Nadam se da će vam klip biti od koristi, dajem vam mnoštvo primjera i u stvari vam pokazujem kako da sami vežbate i kako da ih sami usvajate i učite, jer su ti glagoli sa predlozima veoma bitni, kako u nemačkom, tako i u drugim jezicima. Dakle, uvek postoji nešto što mora da se nauči na pamet. Ne može da se prevodi bukvalno, recimo, sa našeg na nemački. Ne mogu da kažem ich lade dich zum Geburtstag ein, a da ne znam da einladen ide sa zu, ili gehören plus zu, rechnen mit, warten auf und so weiter. Dakle, 20 za danas za vas. Krećemo odmah. Broj 1 je glagol achten auf. Achten auf u prevodu paziti na nešto. Achten auf. Dakle, hajde da kažemo, on pazi na svoje zdravlje. Er achtet auf seine Gesundheit. Er achtet auf seine Gesundheit. On pazi na svoje zdravlje. Da li ti paziš na svoje zdravlje? Achtest du auf deine Gesundheit? Achtest du auf deine Gesundheit? Was ist deine Antwort? Achtest du oder achtest du nicht auf deine Gesundheit? Trebalo bi da paziš na svoje zdravlje. Du solltest auf deine Gesundheit achten. Du solltest auf deine Gesundheit achten. Worauf achtest du? Na šta paziš? Worauf achtest du? Ich achte auf meine Gesundheit. Achtest du auf deine Gesundheit? Du solltest mehr, trebalo bi više vielleicht. Du solltest mehr auf deine Gesundheit achten. Dakle, tako se jedino uči ponavljajući, praveći mnoštvo rečenica sa achten auf. Worauf? Worauf achtest du auf? Ich achte auf seine Gesundheit. Du solltest auf deine Gesundheit achten. Du solltest mehr auf deine Gesundheit achten. I sada smo naučili achten auf plus akuzativ. Ok, idemo na broj 2. Anfangen mit. Anfangen mit. Sa čime to ćemo da počinjemo? Ja. I sad nam treba samo nemačka tastatura. Pošto, zašto? Zato što ovaj fangen u drugom i trećem licu nije ima ono, a sa dve tačkice. Znači, er fängt. Er fängt mit dem kochen an. Zum Beispiel, počinje sa kuvanjem. Er fängt mit dem kochen an. Ovdje imamo dativ. Mit, naravno sa dativom. Znači, mit dem kochen. Er fängt mit dem kochen an. Du solltest mit dem Kochen anfangen. Du solltest mit dem Kochen anfangen. Ich habe Hunger. Ich bin hungrig. Du solltest mit dem Kochen anfangen. Womit fängt er an? Womit? Pazite sad, malopre smo imali ono worauf, što je bilo achten auf. Sad imamo anfangen mit. Womit? Womit fängt er an? Sa čim on to počinje? Er fängt mit dem Kochen an. Warum fängt er mit dem Kochen an? Er fängt mit dem Kochen an, weil ich Hunger habe. Jer sam ja gladna. Er soll mit dem Kochen sofort anfangen. Er soll oder er sollte mit dem Kochen sofort anfangen, weil ich Hunger habe. Jer sam ja gladna. Okay, anfangen mit dem Lernen, mit dem Kochen, mit dem Essen und so weiter.
Suprotno je aufhören mit. Znači, prestati sa nečim. Er sollte mit dem Rauchen, to nam je od prva asocijacija, prestati sa pušenjem. Er sollte mit dem Rauchen aufhören. Ovdje imamo samo dalog. Er sollte mit dem Rauchen aufhören. Er hört mit dem Rauchen auf. On prestaje sa pušenjem. Er hört mit dem Rauchen auf, weil er jetzt krank ist. Bolestan je. Er ist krank und er hört mit dem Rauchen auf. Er sollte mit dem Rauchen aufhören. Womit hört er auf? Sa čim to on prestaje? Womit? Kao i kod anfangen, womit? Womit hört er auf? Er hört mit dem Rauchen auf. Warum hört er mit dem Rauchen auf? Što prestaje s pušenjem? Warum hört er mit dem Rauchen auf? Weil er krank ist. Er fühlt sich nicht wohl. Ne, osjeća se dobro. Er fühlt sich nicht wohl und er muss mit dem Rauchen sofort aufhören. Mora odmah da prestane sa pušenjem. Er muss mit dem Rauchen sofort aufhören. Zapamtili? Achten auf, anfangen mit, aufhören mit, broj 4. Denken an. Sie denkt an ihre Familie. Sie denkt an ihre Familie. Ona misli, sie denkt ständig an ihre Familie, stalno. Sie denkt ständig an ihre Familie, stalno misli na svoju porodicu. Sie denkt ständig an ihre Familie. Sie soll mehr an ihre Familie denken. Ja mislim da bi trebalo bi više da misli na svoju porodicu. Sie soll mehr an ihre Familie denken. Sie soll mehr an ihre Familie denken. Idemo pitanje. Woran? Woran denkt sie oft? Na šta ona često misli? Woran? Znači imali smo worauf sa achten auf, womit sa anfangen mit i aufhören mit. Sad idemo woran sa denken an. Dakle, pratimo taj predlog. Woran? Woran denkt sie oft? Sie denkt oft an ihre Familie oder misli često na svog dečka. Sie denkt oft an ihren Freund. Dakle, pazimo na ovaj akuzativ. Ovdje ga vidimo kad je muški rod, onda dodamo to. En, znači, sie denkt oft an ihren Freund. Sie denkt nicht so oft an ihre Familie, aber sie denkt oft an ihren Freund. Aber sie soll mehr an ihre Familie denken. Sie sollte oder sie soll mehr an ihre Familie denken. Okay. Četvrti smo završili. Achten auf, aufhören mit, anfangen mit, denken an, denken an. Idemo na sljedeći. Lachen über. Er lacht über meinen Fehler. Er lacht über meinen Fehler. Er ist nicht sehr nett. Nije baš ljubazan. Er ist nicht sehr nett. Er lacht immer über meinen Fehler. Uvijek se smije mojoj greški. Jednoj greški. Über meinen Fehler. Worüber lacht er immer? Worüber lacht er immer? Er lacht immer über meinen Fehler. Worüber? Über meinen Fehler. Er sollte nicht über meinen Fehler lachen. Das ist nicht nett. Er sollte nicht über meinen Fehler lachen. Nachdenken über. Nachdenken über. Ich muss darüber nachdenken. Moram o tome da razmislim. Worüber? Worüber musst du noch nachdenken? O čemu ti to moraš još da razmisliš? Worüber? O čemu? Darüber. O tome.
Ich muss darüber noch nachdenken. Nachdenken über etwas. Rechnen mit. Računati sa tim. Recimo, ich habe damit nicht gerechnet. Wie smo rekli u situaciji, da počela da pada kiša, zum Beispiel, ich habe keinen Regenschirm, nemam kišobran, ich habe mit dem Regen nicht gerechnet, nisam računao da će pasti kiša, nisam računao na kišu. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe mit dem Regen nicht gerechnet. Rechnen, računati na nešto. Sorgen für, wenn sie arbeitet, sorgt er für die Kinder, zum Beispiel. Kada ona radi, on se brine o deci. Wenn sie arbeitet, sorgt er für die Kinder. Für wen sorgt er? Za koga? Für wen sorgt er? Er sorgt für die Kinder. Er macht das Abendessen. Er sorgt für die Kinder, wenn sie arbeitet. Oder er soll dafür sorgen. On bi trebalo da se za to pobrine. Er soll dafür sorgen. Wofür? Dafür. Teilnehmen an. Uzeti učešće, učestvovati. Ich nehme an der Reise teil. Najprostiji primjer. Dakle, učestvujem u tom putovanju. Idem i ja na to putovanje. Ok, ich nehme an der Reise teil. Razvoja se. Ich nehme an der Reise teil. Er nimmt an der Reise teil. On učestvuje. Er nimmt an der Reise teil. Er soll an dem Treffen, zum Beispiel, teilnehmen. Trebalo bi da učestvuje na tom sastanku. Er soll an diesem Treffen teilnehmen. Woran soll er teilnehmen? U čemu bi trebalo da učestvuje? Woran? An dem Treffen. Er soll an dem Treffen teilnehmen. I recimo, prošle vreme, er hat daran teilgenommen. On je učestvovao daran, u tome. Hat er daran teilgenommen? Ja, er hat daran teilgenommen. Teilnehmen. Warten auf. Sie wartet auf den Bus und auf mich. Znači možemo čekati predmet ili osobu. U svakom slučaju auf. Sie wartet auf den Bus. Und sie wartet auf mich. Worauf wartet sie? Worauf sie wartet auf den Bus? Auf wen wartet sie? Koga čeka? Sie wartet auf mich. Dakle, pitamo za predmete. Wo, womit, wo, worauf, wofür. U zavisnosti od predloga. Worauf wartet sie? Šta čeka? Sie wartet auf den Bus. Und auf wen wartet sie? Sie wartet auf dich. Sie wartet auf mich. Čeka men. Sie wartet auf mich. Juče me čekala. Sie hat auf mich. Sie hat gestern, prvo vreme, gestern auf mich gewartet. Sie hat gestern auf mich gewartet. Imamo koje još glagole? Imamo geheren zu, znači sad ćete probati vi sami da dajete primere. Ja mogu samo usmeno recimo da vam kažem, vi zapišite pa napišite neki sobstveni primer. Dakle, geheren zu. Dieses auto gehört zu mir. Vidimo dativ plus zu. Es gehört zu mir. Pripada meni, pripadati. Zu wem gehört dieses auto? Es gehört zu mir. Oda zu meinem Vater. Passen zu, odgovarati.
Zum Beispiel dieses T-Shirt passt zu meiner Hose. Das T-Shirt passt zu meiner Hose. Opet sa dativom. Znači, majica odgovara, ide uz moje cipele. Es passt zu meiner Hose. Passen zu. Rieche nach. Es riecht nach Fisch, zum Beispiel. Ich habe Hunger. Es riecht nach Fisch. Miriše na ribu. Es riecht, oder es schmeckt nach Fisch auch. Miriše na, rieche nach. Bitten dich um, bitno, znači ich bitte dich um einen Gefallen. Molim te za uslugu. Dich bitten um plus akusativ. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Er hat mich gebeten. Zamolio me. Er hat mich um einen Gefallen gebeten. Bitten um. Bitten um. Einladen zu. Ich will dich zu meiner Party einladen. Dakle, želim da te pozovem na žurku. Kannst du kommen? Willst du kommen? Ich will dich zu meiner Geburtstagsparty oder zu meiner Party oder zu Abendessen, zum Mittagessen einladen. Pozvao me. Er hat mich zum Mittagessen eingeladen. Pozvao me na ručak. Er hat mich zum Mittagessen eingeladen. Fragen nach. Ich muss nach dem Weg fragen. Znači, moram da pitam za put. Ich habe mich verlaufen. Izgubio sam se, ovde. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ne znam gde sam. Ich muss jemanden nach dem Weg fragen. Moram nekog da pitam za put. Ich muss jemanden nach dem Weg fragen. Ich muss mich über den Weg informieren. Oder ich muss mich über den Kurs informieren. Moram da se raspitam. U vezi sa kursom. Über sich über etwas informieren. Antworten auf. Nije odgovorio na moj mail. Er hat auf meine E-Mail noch nicht geantwortet. Oder er hat auf meinen Brief geantwortet. Oder nicht geantwortet. Auf eine Mail, auf einen Brief. Antwort. Danken dir für. Znači, zahvaljujem ti se. Ich danke dir für die Einladung. Danke, rekli smo. Er hat mich zum Mittagessen eingeladen und ich habe ihm für die Einladung gedankt. I zahvalio sam mu na pozivu. Für die Einladung danke. Gratulieren. I naravno sam mu čestitao na rođendan, znači ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Ili ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert. Ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert.